meine Damen und Herren, das war Modern Talking mit ihrem neuen Hit Kirschen, Kirschen, Dame. Und nun bei unserem Nachmittagscafé für Junggebliebene kommen wir zu unserer allseits beliebten Plauderei. Zu Gast in unserer Plauderei ist heute ein Nachwuchskünstler vom fantastischen Projekt und er erfreut uns mit der kleinen Plauderei mit dem Titel Es gibt im Lande hier ein Schloss. Bitte sehr. Vielen Dank. Es gibt im Lande hier ein Schloss. Da ist der Captain Haddock Boss. Täglich hören wir ihn fluchen, 100.000 Höllenhunde. Und wenn wir jetzt noch weitersuchen, dann ist komplett bald unsere Runde, denn Tim und Struppi sind mit im Bunde. Jetzt kommt einer noch herein. Was, Schwein? Kann nur Professor Bienlein sein. Alle vier sind nun komplett, fürs ganze Leben ein Quartett. Bienlein, Haddock, Struppi, Tim. Sind die vier zusammen, wird es schlimm. Für die Gangster, die sie jagen, die haben bald nichts mehr zu sagen. Denn kommen Tim und Captain Haddock, fliegen bald schon blaue Bohnen. Allen Gangstern um die Ohren. Und schon haben die verloren. Es gibt im Lande hier ein Schloss, da ist der Captain Haddock Boss. Täglich hören wir ihn fluchen, 100.000 Höllenhunde. Und wenn wir jetzt noch weiter suchen, wird komplett bald unsere Runde, denn Tim und Struppi sind mit im Bunde. Jetzt kommt einer noch herein. Was, Schwein? Kann nur Professor Bienlein sein. Alle vier sind nun komplett. Fürs ganze Leben ein Quartett. Das war unsere kleine Plauderei am Nachmittag. Und hier bei SWRBF machen wir nun weiter mit diesem hochinteressanten Programmpunkt. Ah ja, die 1970er Jahre. Es gab Discos, bunte Farben, Schlaghosen. Aber sonst gab's ja fast nichts. Da gab's ja eigentlich kaum was. Und mein Bruder und ich die Kassette aus. Nee, 48, 47. Das sagt doch immer. Also ich dachte, das ist ja auch das Selbst. Ich mache den Witz und sage, damals 48 gab's auch nichts. Ja, also jetzt lacht er so drin. Und jetzt sozusagen Sie, damals 47, da gab's ja nichts. Das könnte ich ja nicht wissen. Ja, danke, aber so meinte ich das eigentlich gar nicht. Es waren halt andere Zeiten. Es gab Röhrenfernseher und Computer überhaupt nicht. Es wurde noch auf Schreibmaschinen geschrieben. Ja, die Technik war halt ein bisschen anders als heute. Da es auch noch keine Videorekorder oder KDVD oder Blu-ray-Player gab. Tja, da konnte man sich auch die Kinofilme nicht einfach so immer wieder angucken, sondern entweder man wartete, bis sie im Fernsehen liefen, was unter Umständen Jahre gehen konnte, ja, oder man musste sich anders behelfen. Und etwas Ähnliches galt auch für ein Programm, das sich an eher jüngere Zuschauer wandte. Gerade im deutschen Fernsehen war man da nicht sonderlich experimentierfreudig und ja, sehr viel Platz räumte man der Jugend auch nicht ein. Und es waren diese Zeiten und diese Umstände, die dazu führten, dass die Hörspiele Konjunktur bekamen und es bis heute immer noch haben. Der Vorteil der Hörspiele lag damals auf der Hand. Was brauchte man, um sie zu produzieren? Naja, Sprecher, Musik und einen Geräuschemacher. Man musste das Team nirgendwo hinfliegen, man konnte einfach im Studio stehen und ja, das Ganze einsprechen und man brauchte keine Kulissen und auch sonst keine Props, ne, bis auf eben die Geräuschemacherei. Was dem Trend auch sehr entgegenkam, war, dass in dieser Zeit die Abspielgeräte für Kassetten immer billiger wurden. Das heißt, bald war in jedem Kinderzimmer so etwas zu finden. Oder auch ein Plattenspieler. Oder aber es gab zumindest im Haushalt ein Gerät und den Kindern wurde dann ab und zu erlaubt, ihre eigenen Hörspiele anzuhören. Und so begann damals der Siegeszug
von den fünf Freunden, den drei Fragezeichen, von TKKG, Jan Tenner, Benjamin Blümchen und wie sie alle heißen. Ja, und tatsächlich ganz am Anfang mit dabei waren Tim und Struppi. Über die ersten Hörspiele habe ich widersprüchliche Angaben. Zwischen 1972 und 1975 wurden mindestens 4, eventuell sogar 5 von Tims Abenteuern vertont. Und zwar 1972 der Fall Bienlein und der Sonnentempel und 1975 der Blaue Lotus und Flug 714 nach Sydney. Also das sind die 4, von denen ich sicher weiß. Angeblich wurde 1975 auch noch das Geheimnis der Einhorn vertont. Das habe ich aber nur aus einer Quelle und ich habe das Hörspiel auch nirgends gefunden. Das heißt, was das Einhorn betrifft, kann ich nichts Definitives sagen. Aber die anderen, ja, die hat es definitiv gegeben. Und vor allen Dingen in den Comic-Alben, die ich habe aus der damaligen Zeit, da wurden 2 von diesen Hörspielen sogar beworben, die unter dem Label Hör zu erschienen sind. Allerdings nur auf LP. Die Hörspiele wurden dann auch nochmal neu aufgelegt, aber ich habe nie eins davon besessen. Erst im Zeitalter des Internets war es mir möglich, das nachzuholen. Die Hörspiele sind sehr gut produziert und sie haben auch hochkarätige Sprecher. Die Stimmen erkennt man wieder, wenn man Filme aus der Zeit kennt. Die haben da nämlich zum Teil auch als Synchronsprecher gearbeitet. Manche künstlerische Entscheidung ist allerdings, zumindest aus heutiger Sicht, so ein bisschen komisch. Den Reigen der ersten Hörspiele eröffnete 1972 der Blaue Lotus. Ja, und da haben wir schon die erste merkwürdige Entscheidung. Warum ausgerechnet diese Geschichte? Der Blaue Lotus ist eigentlich ja Teil 2 einer zweibändigen Geschichte. Vorne ran gehen die Zigarren des Pharao und die wurden nicht vertont. Immerhin gibt uns Tim, er erzählt die Geschichte nämlich, eine kleine Einführung und rekapituliert so ganz grob die Ereignisse aus diesem Band. Und da kommen wir schon zur nächsten merkwürdigen Entscheidung, also zumindest empfinde ich das als merkwürdig. Tim erzählt die Geschichte und wir hören einen erwachsenen Mann als Erzähler. Aber wenn die Geschichte dann läuft, ja, dann wird Tim von einem sehr jungen Sprecher dargestellt. Zum Vergleich, so klingt Tim als Erzähler. Meine Leser erinnern sich sicher noch an meinen Kampf gegen eine internationale Bande von Rauschgifthändlern. Ich habe mehrfach darüber berichtet. Und so klingt Tim in der Geschichte. Wie, Struppi? Ich habe gerade den Sender wieder. RRCO, 15.30 Uhr. Schöner Hirohito CK. Endlich wagt, Regen bitte, Sie, echt, H, Stein, ewig, Ocker, Hering. Also in der Variante klingt Tim, als ob er 12 Jahre alt wäre. Und das ist ein bisschen merkwürdig, weil Tim ja eindeutig erwachsen ist in den Geschichten. Und vor allen Dingen, auch in der Blaue Lotus ist er ja schon als Reporter unterwegs. Also ich weiß nicht, was man sich beim Bearbeiten des Skripts da gedacht hat. Und es nervt mich, dass ich absolut keine Informationen ansonsten über diese Hörspiele gefunden habe, denn sehr viele von diesen Stimmen kommen einem wirklich bekannt vor, ich habe aber leider die Namen nicht dazu. Das trifft auf den älteren Tim zu, seinen jüngeren Darsteller habe ich auch in irgendwelchen Filmen als Synchronsprecher gehört, ja, und auch andere Figuren, also das sind richtig bekannte Sprecher, naja, für die damalige Zeit. Gucken wir uns das mal an. Zum Beispiel hier die Palastwache des Maharajas. Das ist ein Sprecher, der sogar in Tim und der Haifischsee auch wieder zu hören ist. Sahib Tim, der Maharaja möchte Sie sehen. Oder hier, der Maharaja und der Fakir. Lieber Freund, das ist der berühmte Fakir Chivapchichi Vishni. Sie werden jetzt Dinge erleben, die Sie für unmöglich gehalten haben. Da bin ich aber neugierig. Wenn Sie gestatten, möchte ich Ihnen die Zukunft voraussagen. Ah, aber endlich jemand, den ich sogar benennen kann. Hier, das ist Peter Schiff als der unsympathische Gibbons. Kannst du nicht aufpassen? Warte, du sollst deinen Denkzettel halten. Ich werde dich mit meinem Stock verprügeln. Peter Schiff ist in dieser Hörspielreihe auch noch in anderen Folgen dabei. Und zwar spricht er dort die beiden Schulzes. Und einer der beiden Schulzes,
den hat er auch in Tim und der Haifischsee synchronisiert. Und schon geht's weiter. Ich weiß nicht, wer das ist. Das ist der Sprecher von Polizeichef Dawson und der kommt mir auch bekannt vor. Es handelt sich um deinen kleinen Don Quixote. Den Kerl, der mich daran gehindert hat, ein Schiff zu verprügeln. Eine Patrouille hat ihn gefasst. Ja, die Handlung vom Album wird sehr genau wiedergegeben. Und interessant ist auch, Tim hat diese junge Stimme. Trotzdem wird er von allen gesiezt und Herr Tim genannt. Also ist ein bisschen inkonsequent. Doch damit zum nächsten 1972 vertonten Hörspiel. Der Sonnentempel. Und das ist wieder so eine merkwürdige Entscheidung. Der Sonnentempel ist ebenfalls Teil 2 einer zweibändigen Geschichte. Und während bei Die Zigarren des Pharao und der Blaue Lotus man noch sagen kann, naja, die hängen etwas lose zusammen, weil Die Zigarren des Pharao sind eigentlich abgeschlossen und in der Blaue Lotus fängt ein völlig neues Kapitel an, so muss man sagen, die sieben Kristallkugeln und der Sonnentempel, die gehen nahtlos ineinander über. Ich habe allerdings den Verdacht, dass man sich für diese Geschichte entschieden hat, wegen des Kinofilms, der 1969 rausgekommen war. Doch dazu kommen wir gleich. Die Sache ist nur die, dass die Geschichte von der Sonnentempel in diesem Hörspiel merkwürdig in der Luft hängt. Sie setzt genau dann ein, wenn die Geschichte im Album der Sonnentempel einsetzt. Und es wird kaum auf die Vorgeschichte eingegangen. Alles, was wir erfahren, ist, dass Professor Bienlein entführt wurde. Jetzt kann man sagen, naja, dann haben die halt diese ganze Geschichte mit den Forschern und der Mumie des Raskar Kapak und so weiter, das haben die halt rausgenommen. Nein, haben sie nicht. Es kommt tatsächlich am Schluss zu dem Gespräch zwischen Tim und dem Inka, wo er darum bittet, dass die Forscher in der Heimat von ihrem Leiden erlöst werden sollen. Und im Zusammenhang jetzt mit diesem Hörspiel ist eigentlich gar nicht klar, wovon er da redet. Es wird also so getan, als ob es irgendwo die sieben Kristallkugeln gäbe als Hörspiel, obwohl es sie gar nicht gibt. Und beide Geschichten zusammendampfen, dass sie auf eine Langspielplatte passen, das wollte man offenbar nicht, mal ganz davon abgesehen, dass in dem Fall die Produzenten des Hörspiels natürlich Lizenzgebühren für beide Alben hätten bezahlen müssen, aber es wäre nur ein Hörspiel rausgekommen. Aber hören wir mal rein, es änderten sich nämlich ein paar Dinge gegenüber dem ersten Hörspiel. Für einen Reporter wie mich gerade das Richtige, wenn unser Freund Professor Bienenlein nicht in die Geschichte verwickelt gewesen wäre. Ach so, Struppi war natürlich auch mit von der Partie. Und jetzt hören wir mal in das Gespräch rein vom Anfang von der Sonnentempel auf der Polizeistation in Callao zwischen Tim, Kapitän Haddock und dem Polizeipräsidenten. Alle Höllenhunde, unsere Steckbriefe sind doch hier bekannt. Steckbrief, Senor Capitano, Sie sind ein Spaßvogel. Wir sind überrascht, dass die Kunde von unseren bescheidenen Taten sogar bis hierher gedrungen ist. Na, gemerkt? Ja, Tim hat seine erwachsene Stimme behalten dürfen. Okay, jetzt fällt mir gerade was auf. Ich kann es jetzt gerade nicht bestätigen, aber kann das sein, dass die junge Stimme aus der Blaue Lotus der gleiche Synchronsprecher ist, der in der Haifischsee den Nico spricht? Entschuldigung, dass das hier so durcheinander ist, aber wie gesagt, Informationen über diese alten Hörspiele zu bekommen, das ist sehr schwierig. Machen wir erst einmal weiter. Der Sonnentempel. Hier hat Peter Schiff seinen ersten Auftritt als Schulze und Schulze. Wir werden den Professor aufspüren. Befreien, würde ich sagen. Ja, richtig gehört. Peter Schiff unterscheidet die beiden Schulzes, indem er einen von beiden stottern lässt. Ja, und eine andere aus dem vorherigen Hörspiel bekannte Stimme begegnet uns hier auch ein paar Mal. Den Armreif von Raskar Kapak! Wer sind Sie denn? Mann aus Arima! Hände hoch! Keine falsche Bewegung! Ich bin Chiquita! An dieser Szene merkt man übrigens ganz deutlich, dass dieses Hörspiel ohne die sieben Kristallkugeln produziert wurde. Denn der Mann, mit dem Tim hier redet, das ist der gleiche, der in die sieben Kristallkugeln General Alcazars Partner im Varieté ist.
Der Name dieses Sprechers ist übrigens Hans Schwarz, das habe ich rausgekriegt, weil ich eine andere Synchronrolle von ihm erkannt habe. Und er spricht nicht nur ihn hier, sondern er spricht ein paar Rollen, zum Beispiel hier. Du suchst wohl Streit, oder? Lass nur, Pedro. Ich mache das schon. Ich warne Sie, Senores. Ja, und Professor Bienlein haben wir ja auch noch. Bei den Inkas, Professor. Ach, Kino. Ich begreife. Offenbar ein historischer Film. Diese Leute sind kostümiert wie Azteken. Nein, warten Sie. Eher noch wie Inkas. Richtig, Professor. Und wie echt sie tanzen. Also jede Bewegung wirkt überzeugend. Gut so, und jetzt noch zu dem Umstand, wie ich drauf komme, dass dieses Hörspiel irgendwie was mit dem Zeichentrickfilm der Sonnentempel zu tun haben muss. Es ist ganz einfach, am Schluss hat sich nämlich ein Element in die Geschichte eingeschlichen, das nicht aus dem Comic kommt, sondern aus dem Film. Und zwar ist es diese Szene hier. Da ist ja noch eine Figur. Hagel und Granaten, das bin ja ich. Pass auf. Ich steche mit dieser Nadel in deine Wachsfigur. Au! Nun weißt du, dass der Zauber wirklich wirkt. Ja, das mit der Voodoo-Puppe für Kapitän Haddock, das kam nur im Film vor, nicht im Comic. Und es ergibt auch überhaupt keinen Sinn. Aber ansonsten hält sich auch dieses Hörspiel ziemlich exakt an die Vorlage. Gut, machen wir weiter mit der nächsten Folge, der Fall Bienlein. Auch hier wird sich an die Vorlage gehalten. Und da das jetzt das dritte Abenteuer der Reihe ist, fällt auf, dass es sowohl sowas wie eine Stammbesatzung gegeben hat. Wir erinnern uns, in der Blaue Lotus, da wurde Polizeichef Dawson von einem Sprecher gesprochen, dessen Name ich leider nicht rausfinden kann. Der gleiche Sprecher hat den großen Inka in dem Sonnentempel gesprochen. Und hier in der Fall Bienlein, da spricht der Nestor. Hallo, wer? Nein, meine Dame, hier ist nicht die Metzgerei Schnitzel. Nein, nicht 431, hier ist 421. Ja, bitte. Unerhört. Und Peter Schiff darf in dieser Folge den Fridolin Kiesewetter geben. Ich sage mir, Fridolin, so heiße ich, Fridolin Kiesewetter von der Versicherung Weitblick. Angenehm. Fridolin, sage ich also, was jetzt? Und dass ich Ihre Villa, na und da bin ich nun. Hier, mein Mann, der Alterchen. Aber wer spricht denn dann Schulze und Schulze? Ganz einfach, auch Peter Schiff. Ja, wir sind's. Die örtliche Polizei hat uns informiert. Wir kommen, um den Fall zu untersuchen. Ja, so kann man es nennen, den Fall untersuchen. Sie kommen genau im richtigen Augenblick. Und auch Hans Schwarz ist wieder mit dabei. Alte bordurische Tradition verlangt Bequemlichkeit und Sicherheit für Gast. Hier zwei Dolmetscher werden dann führen und begleiten sie überall, wo sie wollen hin. Ja, er spricht Oberst Sponge. Ja, und damit zum letzten Hörspiel, das ich gefunden habe. Flug 714 nach Sydney. Hier ändern sich ein paar Dinge und das fängt etwas merkwürdig an. Jakarta auf der Insel Java. Flug 714 aus London. Die Boeing 707 der Qantas ist soeben auf dem Flugplatz Kemajoran gelandet, der letzten Zwischenstation vor Sydney. Ja, also diese Folge hat einen Erzähler. Und diese Szene hier gerade, die erinnert mich an irgendwas. Verdammt, an was erinnert die mich? Hamburg, 8.30 Uhr. Wieder mal Regen. Perfekter Halt fürs Haar. Drei Wettertaft. Zwischenstopp München. Es ist ziemlich windig. Perfekter Sitz. Drei Wettertaft. Weiterflug nach Rom. Die Sonne brennt. Perfekter Schutz. Drei Wettertaft. Ihre Frisur ist geschützt. Jederzeit. Bei jedem Wetter. Drei Wettertaft. Als Spray oder als Pumpspray. Beide FCKW-frei. Ja. Und wir haben in diesem Hörspiel natürlich auch bekannte Sprecher. Nehmen wir mal hier den Millionär Laszlo Karidas oder Karidas, wie auch immer man das ausspricht, und Spalding, seinen Angestellten. Das ist ja ganz unglaublich! Spalding! Ja, Herr Karidas? Seit Jahren ist das nicht mehr vorgekommen.
Jawohl, Herr Gereiders. Ich lache. Ich lache. Also, das ist ein denkwürdiger Tag. Ja, Herr Gereiders. Und das müssen wir begießen. Jawohl, Herr Gereiders. Eine Familienflasche Spalding. Das Billard. Jawohl, Herr Gereiders. So, und eine kleine Überraschung gibt es für die Tim-Hörspielfreunde auch. Es ist ja so, das Flugzeug von Millionär Caridas wird entführt und auf einer Insel quasi notgelandet. Und dort erfahren unsere Helden auch, wer hinter der ganzen Sache steckt, nämlich Roberto Rastapopoulos. Ja, ich sage diesen Namen besonders gern. Ich möchte gern mal die Szene kurz einspielen, direkt nach der Landung. Struppi wird ja sehr nervös und Tim schafft es nicht, ihn festzuhalten. Er rennt davon und die Handlanger des Bösewichts, die schießen ihm nach. Und in dem Moment offenbart er sich. Und jetzt mal genau hinhören, ob der geneigte Fan erkennt, wer hier Rastapopoulos seine Stimme leiht. Mörder! Lasst mich los! Lasst mich los, sag ich! Sonntagsjäger! Ihr würdet einen Elefanten auf 3 Meter Entfernung nicht treffen. Los, hinter dem Köter her, knallt ihn ab! Die Stimme? Rastapopoulos! Höchstpersönlich! Und herzlich willkommen! Ihre Verblüffung steht Ihnen gut, ja. Sie dachten, die Haifische im Roten Meer hätten mich gefressen. Das Blatt hat sich gewendet. Jetzt sind Sie in meiner Gewalt. Und diesmal endgültig. Sie selbst haben es so gewollt. Warum sind Sie nicht in Ihrem Linienflugzeug nach Sydney geflogen? Ja, genau. Das ist Gottfried Kramer, der in der Maritim Tim und Struppi Hörspielreihe Kapitän Haddock sprechen wird. Vielleicht sollte ich noch eine Folge machen, nur über solche Verschränkungen. Es gibt nämlich noch eine zwischen verschiedenen Tim-Medien. Und die könnte ich dann Timception nennen. Aber ich stehe wieder vor dem Problem, man findet über diese alten Hörspiele nichts. Deswegen, liebe Zuschauer, urteilt selbst. Ich habe nämlich den Eindruck, dass dieser Sprecher hier von Alan Thompson der gleiche ist, der in den maritimen Hörspielen dann Professor Bienlein sprechen wird. Und sein Name ist Joachim Wolf. Das dürfte ich Ihnen eigentlich noch nicht sagen, aber ich will mit alten Freunden nicht Versteck spielen. Also, ihr werdet wieder ins Flugzeug steigen und damit das Flugzeug aufs Meer hinausgeschleppt und versenkt. Mit euch drinnen natürlich. Ihr zwei Schuft, Orang-Utan, Verbrecher, Amöbel, Freibeuter, Autodidakt, Flasche! Ja, und da kommt gleich noch was hinterher. In diesem Hörspiel wurde nämlich der Sprecher von Tim ausgetauscht. Und jetzt nochmal genau hinhören. Ist das etwa ein junger Andreas von der Meden? Klapp, Sie verstecken sich bitte mit Gino, Professor Bienlein und den beiden Gefangenen dort oben im Wald zwischen den Felsen. Ich weiß es echt nicht und ich möchte hier auch nichts behaupten, was ich nicht belegen kann. Es geht ja auch schon los mit dieser ominösen letzten Hörspielfolge, die ich nirgends gefunden habe. Und was noch dazu kommt, die Reihenfolge. Also, da gibt's auch unterschiedliche Angaben. Ich habe jetzt die eine genommen. Es gibt aber auch noch eine Liste, die besagt, die Reihenfolge dieser alten Hörspiele sei wie folgt. Zuerst der Fall Bienlein 1972, dann der Sonnentempel 1972, dann der Blaue Lotus 1975, Flug 714 nach Sydney 1975 und 75 auch das Geheimnis der Einhorn. Und bei diesem letzten Hörspiel ist es wieder die Merkwürdigkeit, wie bei der Sonnentempel und der Blaue Lotus, nur halt andersrum. Das Geheimnis der Einhorn ist ja nur Teil 1 einer zweiteiligen Geschichte. Es wäre ganz interessant, das auch noch zu hören, ob die Geschichte dann einfach abbricht. Und es hat dann nie einen zweiten Teil gegeben. Wer weiß, vielleicht erfahren wir das noch irgendwann. Doch nun gilt es, eine Zeitreise zu machen. Denn egal, ob das Geheimnis der Einhorn nun das letzte Hörspiel war oder Flug 714 nach Sydney, es dauerte 9 Jahre, bis wieder eine Hörspielreihe aufgegriffen wurde. Diesmal von Maritim. Also dann drehen wir die Zeit nach vorne in die 80er Jahre, genau genommen 1984. Ja, die Hörspiele dieser Reihe haben eine gewisse Geschichte hinter sich.
Zuerst herausgekommen eben bei Maritim. Mit Lutz Schnell als Tim und Gottfried Kramer als Kapitän Haddock. Und für die Reihe wurde die Entscheidung getroffen, Struppi zum Erzähler zu machen. Das heißt, Tim kommuniziert nicht direkt in der Geschichte mit ihm, sondern er kommuniziert nur mit uns. Gesprochen wurde er von Wolfgang Buresch. Andere wiederkehrende Rollen sind der bereits erwähnte Joachim Wolf als Professor Bienlein, Günter Lüttke als Schulze und Klaus Wagner als Schulze. Insgesamt erschienen bei Maritim erstmal 12 Folgen. In welcher Reihenfolge, dazu sage ich gleich noch was. Dann wechselte die Reihe das Label zu Ariola Express. Dort veröffentlichte man die Folgen 1 bis 12 neu und produzierte sogar 8 neue Folgen, sodass wir also Tim und Struppi Folge 1 bis 20 haben. Aber welche Folgen wurden denn nicht vertont? Nun, da muss man bei der Berechnung etwas vorsichtig sein, denn sowohl die Mondreise als auch der Sonnentempel, das sind ja eigentlich 2 Alben, die wurden in ein Hörspiel zusammengefasst. Das heißt, 2 Folgen fehlen sozusagen in der Berechnung. Wir müssen nicht von 20, sondern von 22 vertonten Alben ausgehen. Das heißt, genau genommen fehlen eigentlich nur Tim im Land der Sowjets und Tim und die Alpha-Kunst. Ja, das ist erstaunlich. Selbst Tim im Kongo wurde vertont. Und dann blieb es einige Zeit stumm um den pfiffigen Reporter. Bis die Rechte bei Europa landeten, dem Label, das berühmt ist für so Produktionen wie die 3 Fragezeichen oder TKKG. Die haben die Rechte noch heute. Und jetzt ratet mal, was anlässlich des 90-jährigen Jubiläums von Tim Ende August in den Handel kommt. Ja genau, die Hörspiel-Komplettbox. Mit allen 20 Folgen. Bevor ich auf die Hörspiele kurz selber eingehe, muss ich auf die Veröffentlichungsreihenfolge eingehen. Man hat nämlich exakt 3-mal in der Reihe eine Reihenfolge eingehalten. Ansonsten sind sie bunt durcheinander gewürfelt. Man hat als Folge 1, 2 und 3 die Krabbe mit den goldenen Scheren, das Geheimnis der Einhorn und der Schatz Rackhams des Roten veröffentlicht. Eben vermutlich, weil in der Krabbe Tim Haddock kennenlernt und in der Schatz Rackhams des Roten kommt dann Bienlein noch dazu, dass man also quasi so die Stammbesetzung dann vollständig hat. Dann hat man noch einmal darauf geachtet, dass die Zigarren des Pharao und der blaue Lotus direkt hintereinander kommen. Ja, und das war's. Bei eigentlich allen anderen Geschichten, die irgendwie Bezug aufeinander nehmen, ist die Reihenfolge vertauscht. Wir erleben also zum Beispiel Flug 714 nach Sydney genau vor Kohle an Bord. Ja, und das obwohl in Flug 714 ja, Rastapopoulos, wir haben es ja auch gerade vorhin gehört, so, ha, sie haben wohl gedacht, mich hätten die Haifische im Roten Meer gefressen, und das nimmt direkt Bezug auf Kohle an Bord. Die sind vertauscht. Dann Tim und die Pikaros kommt vor dem Arumbaya-Fetisch. In dem Arumbaya-Fetisch, ja, da lernt Tim Pablo kennen. Und Pablo spielt nochmal eine Rolle in Tim und die Pikaros. Das gleiche ist mit Tim in Tibet, das in der Hörspielreihenfolge vor der Blaue Lotus kommt. Aber in Blauen Lotus lernt Tim Chang Chong Chen kennen. Und der ist ja derjenige, der die Geschichte von Tim in Tibet überhaupt anstößt. Das gleiche ist bei König Ottokars Zepter und Reiseziel Mond. Reiseziel Mond ist das Hörspiel, das die Alben Reiseziel Mond und Schritte auf dem Mond in sich vereinigt. Und da spielt ein gewisser Jorgen eine Rolle, den Tim in König Ottokars Zepter kennengelernt hat unter dem Namen Boris. Ebenfalls vertauscht im Reiche des Schwarzen Goldes und die Schwarze Insel. In beiden spielt Dr. Müller eine wesentliche Rolle und ja, Tim lernt ihn in die Schwarze Insel kennen und trifft ihn in dem Reich des Schwarzen Goldes wieder. Ja, und das führt uns direkt zu im Reiche des Schwarzen Goldes und Kohle an Bord, deren Reihenfolge auch vertauscht ist, denn in im Reiche des Schwarzen Goldes lernen Tim und Haddock den Emir kennen und
der schickt seinen missratenen Sohn Abdallah in Kohleanbord ja nach Mühlenhof. Ja, und hier ist die Reihenfolge von beiden Geschichten auch vertauscht. Und eine Reihenfolgeänderung, die nicht so ganz ins Gewicht fällt, ist die von die sieben Kristallkugeln und der geheimnisvolle Stern. Das ist ja so, der geheimnisvolle Stern kommt bei den Alben zuerst und da ist ja die Europäische Forschungsgesellschaft unterwegs und von dieser Europäischen Forschungsgesellschaft gibt es ein Forschungsmitglied, das später bei den sieben Kristallkugeln bei der Expedition Sanders Hartmut mit dabei ist. Aber eben, das ist ja so ein kleiner Gag, ein Easter Egg sozusagen und eben fällt nicht so ins Gewicht. Was mir aber aufgefallen ist, die Folgen gehen auf die Reihenfolgeveränderung gar nicht ein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal Tim in Tibet und der blaue Lotus hernehme, dann könnte ich diese Hörspiele umdrehen und sie würden trotzdem funktionieren. Denn im blauen Lotus, da kommt die Szene, in der Tim Chang Chong Chen aus dem Wasser rettet und so kennenlernt. Und in Tim in Tibet geht es damit los, dass eben Chang Tim besuchen möchte, so wie im Comicalbum auch. Bei der Schwarzen Insel ist es ebenfalls so, Hörspielreihenfolge vertauscht, Tim lernt Dr. Müller ja eigentlich in der Schwarzen Insel kennen und so ist es im Hörspiel. Ich weiß, das ist etwas pedantisch, aber sowas beschäftigt mich. Ich hoffe insofern, dass die einzelnen CDs in der CD-Kompaktbox keine Nummerierung haben, sodass man sie in die richtige Reihenfolge sortieren kann. So, und nachdem ich damit genug rumgemonkt habe, obwohl heutzutage müsste man vielleicht eher sagen rumgescheltend, ja, kommen wir zu den Hörspielen selber. Erstmal zu den Sprechern und da möchte ich mit dem Erzähler anfangen. Struppi, Wolfgang Burasch. Der Kapitän sauste los wie von der Tarantel gestochen. Tim kam kaum mit und selbst ich hatte Schwierigkeiten, trotz meiner vier Beine. Auch bei ihm hatte ich dieses merkwürdige Gefühl, den kennst du irgendwoher. Hauptsächlich auch wegen dieses Sprachduktus, weniger genau wegen der Stimmlage. Wer ist das? Wisst ihr, wer ich bin? Ja, ich bin Cäsar, der Hase Cäsar, der mutige Hase Cäsar. Ja, unglaublich, was? Ja, aber das ist auch Wolfgang Burasch. Und das zeigt eigentlich nur sein Talent, dass er es hinkriegt, so viele verschiedene Stimmen darzustellen. Tim wurde von Lutz Schnell gesprochen und diese Rolle durfte er auch in der später produzierten Zeichentrickserie Tim und Struppi übernehmen. Und in dem neuen Computeranimationsfilm Das Geheimnis der Einhorn, da passierte wieder etwas Timception. Aber hören wir uns erstmal den Sprecher in seiner Hörspielrolle an. Ach, sieh mal, Struppi, was für ein schönes Schiff. Weißt du was? Wir kaufen es und schenken es Kapitän Haddock. Der freut sich bestimmt. Lutz Schnell war damals 24, als es mit den Tim und Struppi Hörspielen losging. Ja, und heute, das synchronisiert er immer noch für den Film und unter anderem auch Andy Serkis. Und das war der Grund, warum er in dem Animationsfilm Das Geheimnis der Einhorn Kapitän Haddock geben durfte. Er klingt heute natürlich etwas älter, aber wenn man genau hinhört, dann kann man ihn auch erkennen. Eine bekanntere Arbeit von ihm dürfte auch die Synchro von Jeremy Redford als Detective Nick Vera in der Serie Cold Case Kein Opfer ist je vergessen sein. Hi. Ist eine Weile her. Allerdings, du kommst nie zu den Treffen. Ich hab viel um die Ohren. Du siehst gut aus. Ich mache eine Diät. Tut mir leid wegen Sloan. Wer Kapitän Haddock sprach, das habe ich ja schon erwähnt, Gottfried Kramer. Und diese ganz charakteristische dunkle Stimme, die passt auch wunderbar zu der Rolle. Ach, diesmal ist es bestimmt der Kapitän. Ahoi. Guten Tag, Kapitän. Fein, dass Sie da sind. Ich habe eine Überraschung für Sie. Oh, was für ein prachtvolles Schiff. Donner und Doria, wo haben Sie das Schiff her? Ja, und auch ihn konnte man früher im Fernsehen bewundern. Sind Sie der Kommissar? Ja. Nehmen Sie doch Platz. Ja, also, ich möchte ein paar Angaben machen.
Er spielte aber auch in anderen Hörspielen mit, zum Beispiel in der Europa-Hörspielreihe Flash Gordon. Und hier, da war er Dr. Hans Zarkow. Ich hab's gewusst. Ich habe es gewusst. Was? Was wussten Sie? Na, dass Sie uns weichlanden. Was hätten Sie schon davon, wenn wir Ihnen mit unserem Raumschiff die Stadt zertrümmern? Sehen Sie? Wir sind unten. Ich schalte alle Systeme aus. Im Gegensatz zur ursprünglichen Tim und Struppi Hörspielreihe entschied man sich hier, Schulze und Schulze durch zwei Personen darstellen zu lassen. Wir hören also Günter Lüttke und Klaus Wagener. Schulze, ich muss dir was vorlesen. Ich würde sagen, du musst mir unbedingt was vorlesen, Schulze. Ja, was denn? Weiß ich doch nicht. Du willst mir doch was vorlesen. Ah ja, ja, richtig. Hör zu. Eine auch aus vielen anderen Hörspielen bekannte Stimme ist die von Professor Bienlein, Joachim Wolf. Er war unter anderem öfters mal bei den drei Fragezeichen zu Gast. Überleitung zum Thema Änderungen. Denn von der chaotischen Reihenfolge der Hörspiele an sich mal abgesehen, gibt es keine allzu großen Änderungen. Es sind mehr Kleinigkeiten. Zum Beispiel eben solche kleinen Gags wie in der eben abgespielten Szene, die da zusätzlich eingebaut wurden. Im Comic im Original sagt Haddock zwar auch, davon haben sie mir gar nichts erzählt, aber Bienlein antwortet nicht mit "Nein, ich bin nicht vermählt", sondern er sagt einfach nur "Nein, nein". Nur 2 oder 3 Tage. An anderen Stellen musste etwas Text hinzugefügt werden. Nun ja, das ist ein Hörspiel. Und man kann nicht immer den Erzähler einsetzen, um eine Situation zu beschreiben. Und dafür braucht es halt nun mal auch die Figuren. Ja, nehmen wir als Beispiel, weil es gerade so schön passt, der Fall Bienlein her. Haddock und Tim betreten Bienleins Labor in dessen Abwesenheit. Und im Comic, ja, da sieht man natürlich das Bild und keine Beschreibung. Und im Hörspiel klingt das Ganze so. Beim Klar. Ui. Das ist ja gewaltig, was der hier alles aufgebaut hat. Kann man wohl sagen. Sieht aus wie ein Riesentrichter. Also was habe ich noch nie gesehen. Die vielen Drähte und Leitungen. Moment mal, Kapitän. Ja, aber nicht nur das. Tatsächlich wurden auch ab und zu mal Unstimmigkeiten bereinigt. Wer sich zurückerinnert an meine Rezension vom Album Der Fall Bienlein, der wird sich vielleicht daran erinnern, dass ich da etwas kritisch angemerkt habe, dass Hergé da ein kleiner Schnitzer passiert ist. Und zwar sehen Haddock und Tim einen dahingekritzelten Hotelnamen auf einer Zigarettenschachtel und wissen sofort, dass das Bienleins Hotel ist. Und das, obwohl sich dieser ja völlig überraschend verabschiedet hat. Und das Skript für das Hörspiel wurde von Ludger Billerbeck erarbeitet und ihm muss das auch aufgefallen sein. Denn er hat in dieser Szene einen kleinen Nebensatz mit einfließen lassen, der das Ganze etwas besser erklärt. Hören wir es uns gerade mal an. Hier ist etwas auf die Zigarettenschachtel gekritzelt. Genève, Hotel Cornavin. Donnerkiel. Das ist doch das Hotel, von dem Nestor gesagt hat, dass Bienlein da wohnt. Ha, genau. Andere Änderungen sind Kürzungen, gerade auch bei den Doppelalben, die auf ein Hörspiel reduziert wurden. Als Fazit kann man sagen, eine rundum gelungene Reihe mit einem unglaublich ohrwurmverdächtigen Titellied. Ja, und jetzt gerade rechtzeitig gibt's eben die Komplettbox. Es handelt sich wohl um eine Limited Edition, aber also dafür ist der Preis jetzt gar nicht so hoch wie bei anderen Limited Edition. Ich finde ihn angemessen und ich habe mir meine Box bereits vorbestellt. Denn nur wenn man sie kauft und die Produzenten also Geld damit verdienen, dann gibt's weitere solche Produktionen. Gut, und in meinem Fall kommt jetzt natürlich noch der Nostalgiefaktor dazu, im Gegensatz jetzt zu der alten Tim und Struppi Hörspielreihe, die ich ja gar nicht gekannt habe und mit der ich eigentlich gar nichts verknüpfe. Und das, was ich gehört habe, hat mich nicht so ganz überzeugt.
für die ehemalige Maritim, jetzt Europa-Reihe, auf jeden Fall Daumen nach oben. Ja, mit einer klitzekleinen Einschränkung, weil ich kenne ja die späteren Folgen der Hörspielreihe nicht. Und ich weiß zum Beispiel nicht, da ja dort auch die berühmt-berüchtigte Folge Tim im Kongo mit erschienen ist, wie man hier mit der Vorlage umgegangen ist und mit den Fallstricken, die sich da so befinden. Aber das werde ich ja dann bald herausfinden. Wir haben auf unserem Tim-Zeitstrahl jetzt also die 1980er Jahre erreicht. Hergé war leider gestorben. Der letzte Tim-Kinofilm, der war in den 70er Jahren herausgekommen. Und in Deutschland eben da freute man sich über die Tim und Struppi Hörspielreihe. Aber natürlich sollte das nicht das letzte gewesen sein, was wir von Tim zu sehen bekommen sollten.